Hospizarbeit und Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche. Ein Erklärfilm für Familien. Viele Menschen in Deutschland leiden an schweren Erkrankungen. Schon junge Menschen können lebensbedrohlich erkranken. Wenn eine schwere Erkrankung im Mutterleib bei einem Neugeborenen oder Säugling oder im Kindes- und Jugendalter vermutet wird, versuchen Ärztinnen und Ärzte, der Krankheit einen Namen zu geben. Diese Suche nach der genauen Krankheitsursache ist eine Zeit großer Unsicherheit und für die betroffenen Familien sehr belastend. Manchmal gelingt es trotz aller Anstrengungen nicht, der Krankheit einen Namen zu geben. Und selbst wenn die Bezeichnung der Krankheit feststeht, bleibt die Ungewissheit, was diese Erkrankung konkret für das betroffene Kind und seine Familie bedeutet. Das liegt daran, dass die meisten schweren Krankheiten bei Kindern seltene Erkrankungen sind. Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Kindes, den Krankheitsverlauf oder mögliche Heilungschancen können oft nur mit großer Unsicherheit gemacht werden. Wenn ein Kind lebensbedrohlich erkrankt ist oder an einer Krankheit leidet, die wahrscheinlich mit einer Verkürzung der Lebensspanne einhergeht, sind die Kinderhospizarbeit mit all ihren Möglichkeiten der Begleitung und die Kinderpalliativversorgung wichtige Unterstützungsangebote. Die meisten Kinder mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung werden umfassend betreut. In einer Kinderklinik, von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und oft von einem ambulanten Kinderkrankenpflegedienst. Die Angebote der Hospizarbeit für Kinder und Jugendliche sowie der pädiatrischen Palliativversorgung können zusätzlich ab Krankheitsbeginn von den Familien genutzt werden. Ziele der Hospizarbeit für Kinder und Jugendliche sowie der pädiatrischen Palliativversorgung sind, die Lebensqualität des Kindes und seiner Familie zu verbessern oder möglichst lange zu erhalten, sowie die Teilhabe am täglichen Leben zu unterstützen. Dies wird erreicht durch Begleitung und Hilfe, wo sie gebraucht wird. Entlastung im Alltag, unterstützende Gespräche und die Linderung von leidvollen Krankheitssymptomen wie Schmerzen oder Atemnot. Körperliche, psychische, soziale und seelische Aspekte werden dabei gleichermaßen beachtet. Die Autonomie der Familien ist der Kompass des Handelns. Ressourcen der Familien werden gestärkt und ein individuelles Helfernetzwerk wird in Absprache mit den Familien aufgebaut und koordiniert. Zu Hause können ein ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst und ein Team der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche hilfreich sein. Die geschulten ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes unterstützen die Familien im Alltag. Sie schenken dem kranken Kind, den Eltern und Geschwistern Zeit und Aufmerksamkeit. Sie unterstützen bei Behördengängen, gehen mit dem kranken Kind spazieren oder bringen das Geschwisterkind zum Sport. Das Team der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, auch SAPV-Team genannt, setzt sich aus Pflegenden, Ärztinnen und Ärzten sowie psychosozialen Fachkräften zusammen. Sie alle haben sehr viel Erfahrung in der Behandlung von Krankheitssymptomen wie Schmerzen oder Atemnot im Kindes- und Jugendalter. Das SAPV-Team unterstützt die Helfenden vor Ort und ist 24 Stunden am Tag an 7 Tagen in der Woche für die Familien erreichbar. Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienste und SAPV-Teams für Kinder und Jugendliche sind immer da, wenn sie gebraucht werden, auch am Lebensende. Für Kinder und Jugendliche, die über eine längere Zeit an einer schweren Erkrankung leiden und denen es immer mal wieder besser oder schlechter geht, bieten stationäre Kinder- und Jugendhospize eine Entlastung im Alltag an, ein Luftholen, ein Durchatmen für die Eltern und Geschwister sowie die Möglichkeit des unterstützenden Austausches mit anderen Familien. Anders als in Hospizen für Erwachsene, in denen Menschen ausschließlich am Lebensende versorgt werden, sind Kinderhospize zusätzlich auch während des oft jahrelangen Krankheitsverlaufes immer wieder eine Anlaufstelle für die Familien. Die stationären Einrichtungen der Kurzzeitpflege bieten eine Auszeit vom Alltag, einen Urlaub für kranke Kinder und ein Krafttanken für die Familie an. Sind die Krankheitssymptome für das Kind sehr leidvoll oder kommt es zu einem Fortschreiten der Erkrankung, ist die Aufnahme auf einer Kinderpalliativstation im Krankenhaus möglich, um Leid zu lindern, Leben zu gestalten und dann wieder nach Hause entlassen zu werden. Auf Kinderpalliativstationen oder in Kinderhospizen kann die Familie auch in der Sterbebegleitung unterstützt werden. Die Familien bestimmen, wann sie die Angebote der Kinderhospiz- und Kinderpalliativversorgung in Anspruch nehmen möchten. Schon bei Krankheitsbeginn, im Verlauf der Erkrankung, bei einer Verschlechterung oder am Lebensende.
Wichtig ist, wir sind immer bereit. Wir sind da für Familien mit einem lebensbedrohlich erkrankten Kind, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Sie können sich auf uns verlassen.